Herzlich willkommen zur 8. Folge Pyranodons mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt kannst du auf die Umweltverschmutzung hier unten gucken. Ja, das sieht schon mal deutlich angenehm aus. Die zieht sich, wenn wir durch zurück. Wie viel hast du jetzt da stehen? Das sind die 8, die ich Blöppel-Looping geplant hatte. So, und 8 Stück machen, wie viel? 35 war das, ne? 8A35, ja. Ja, so, das heißt, sie würden theoretisch 280 machen und im Moment ziehen sie dort unten 180 Umweltverschmutzung raus. Das sind einmal die 170 von den Dings und ein bisschen noch was von den Glassworks und der Rest geht an die Bäume. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch hier unten noch ein paar Bäume wegnehmen. Das war ja der Hauptgedanke dahinter. Richtig, und eigentlich könnten wir dann die ja auch zack, irgendwie so drehen, dass wir die dann ja nochmal so daneben setzen dann irgendwann. Richtig. Das So. einzige witzige Problem wird bloß irgendwann das tolle Wasser hier neben werden. Ja, da müssen wir mal gucken. Also da fällt mir schon mal was ein. Dinge brauchen wir. Warte mal, die Teile und sowas haben wir schon in der Forschung drin, ne? Die haben wir in der Forschung schon drin, ja. Aber Okay. ich finde schon krass, wir haben 26%, obwohl da 500 Flaschen gebraucht werden und wir nur eine Maschine haben, die es craftet. Na gut, was macht die eine Maschine pro Minute? Na gut, 6 Flaschen pro Minute haut sie im Moment durch. Aber es ist halt schon ein Riesenaufbau für ein so ein tolles Teil hier. Wir haben ja das Ding ja, du. Wir machen ja dann Kohlegas, Wasser, Koks. Zack, brennbares Gemisch. Das heißt, wir brauchen dafür das Kraftzentrum. Okay. Brauchen wir die Logistik schon unbedingt? Wirklich. Also ich sag's mal so, wie es ist. Also Teiler kannst du dir in Anführungsstrichen auch selber bauen mit zwei oder drei Greifarmen, die aufs an ein anderes Fließband legen. Und Untergrund kannst du mit langen Greifarmen theoretisch machen, wenn du jetzt nicht unbedingt 12 Bänder nebeneinander legen willst. Aber Militär ist Must-Have, Stahl und das Holzding, denke ich, wäre auch sehr erstrebenswert. Formulieren wir es mal lieber so. Wir brauchen die Kohleverarbeitung ja eh und dann hauen wir das mit rein. Da können wir dann nämlich unser Kohlegas und sowas zu brennbaren Gemischen machen und können das zurück verheizen. In der Das Turbine. Und die macht dann 25 Megawatt.
Das heißt, du erstrebst gerade den Weg von wegen, wir versorgen alles wirklich mit Methan. Würde ich sagen. Und dass wir dann das Kohlegas umbauen, den Teer. Den Teer machen wir dann ja entweder zu Kyosoid. Ach nee, zu Asphalt, nein. Wo war denn das jetzt? Wir könnten das zu Schweröl machen. Schweröl und Koks mit einem Vakuum. Wir könnten es zu 300 Teer zu Rohöl machen. Wir könnten es zu aromatischem Kohlenwasserstoff machen, Tallöl und Leichtöl. Tallöl könnten wir wieder zu explosiven Gemischen oder brennbaren Gemischen machen. Und das Leichtöl, ja klar. Und dann hätten wir noch aromatisches Kohlenwasserstoff, das könnten wir zu Flüssiggas machen oder Alkangas, wie man es nennen möchte. Das Tallöl können wir genau wieder zum Brennwagen mischen machen, können aber auch Strom machen und Leichtöl können wir dann oder wir könnten Leichtöl und Tallöl zu 30, 20 Leichtöl und 10 Tallöl zu 30 Leichtöl, 10 Benzen und Alter. Oder Leichtöl und Wasser zu Flüssiggas oder Leichtöl zu Festbrennstoff oder Leichtöl zu brennbaren Gemischen. Und das können wir auch wieder verbraten. Oder wir machen Leichtöl zu Schwefel, oder wir machen Leichtöl zu Benzin, oder zu Flüssiggas und Olefine, oder zu brennbarem Gemisch mit Kohlebrikett. Ach, Mann. Oder wir wollen es. Also wir Ich haben auf bin jeden Fall. fürs Voiden, das ist am einfachsten. Ja, dafür brauchst du immer 20.000 auf einen Schlag. Ist doch nicht mein Problem. So, genau das, dann hätten wir noch die wahren Lösungen. Den Brenner brauchen wir nicht. Die Trennung: Sediment zu Sand, grober Schotter, Kalkstein und organisch oder getrocknete Erdschlacke zu Kohlenstaub und Kies, grober Schotter, Eisenoxid, Feststofftrenner. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Den Brenner brauchen wir auch nicht. Das haben wir drin. Kühlturm. MK1, was macht der? Ach, der macht auf Dampf nur Wasser. Bringt uns eigentlich auch nichts wirklich, oder? Könnten dann auch solche Geschichten von Kohleverarbeitung, Trennung, Alter, Ölsandextraktor, Schwerölraffinerie, Universal, Cracker, Reformer, Pumpjack, Alter, Alter, Gasraffinerie. Tarextraktor. Ölbrenner. Ja, das. Was ist das denn da? Ach so, okay. Es wird interessant auf alle Fälle. Felix, wir haben kein Holz mehr. Felix? Ja, das war zu erwarten, oder nicht? Felix? Was denn? Wir haben kein Holz mehr. Ich weiß. Hast du noch Holz? Nö. Warte mal. Mika.
Ist geschmolzenes Glas, zählt das als Gas? Oder kann man das in eine erdstarke Becken schmeißen? Das müsste eine Flüssigkeit sein. Sehe ich mich genauso. Ja, ist eine Flüssigkeit. Dann könnte ich mich weiterarbeiten. Okay, Stromprobleme. Was verbrauchen die Dinger eigentlich da unten? Welche Dinger? Achso, die Dinger. Maximal 155 kW. Megawatt. Okay. Hattest du schon Destillationsapparate gebaut? Nee, ne? Noch nicht, nein. Wie viele wolltest du? Sechs, ne? Ah, sechs wären super. Liegt das jetzt nur am Strom? Was genau? Dass hier oben nicht mehr genug rauskommt? Nö, ich glaube, das ist die Anzahl an Minern, die zu nicht genug schaffen. Ja, okay, dann bräuchten wir dann noch mal. Ne, die kriegst du nicht, sind zu teuer. Okay. Kannst Speedmodule haben, aber wenn du die dann erforscht hast, mal irgendwann. Wo sind die Speedmodule? Leiterplatten 1 und Leiterplatten 2. Leiterplatte 1 ist easy. Leiterplatte 2 weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Wie heißen denn Leiterplatten auf Englisch? Ja. Und nein, unter Plates findet man nichts. Ey, das habe ich schon geguckt. Also, du, eine Leiterplatte braucht zwei Solder, zwei gedruckte Schaltkreissubstrate, vier Okay, kannst du Lutetium-2, vergessen. 5 Kondensator, drei Transistoren, 15 Widerstände, drei Mikrochips, drei Dioden, eine Leiterplatte 1 und zwei optische Fasern. Du kriegst einen Stack Eisenplatten, das reicht. Kannst du bestimmt eins draus bauen. Haben Sie sich eigentlich schon die Erweiterung bei unserer kleinen Teile-Dingsens angeguckt? Nein. Da gab es eine kleinere Erweiterung. Ah, es fängt an, automatischer zu werden. Ja, was will man aber auch machen, wenn man 500 Flaschen für irgendwas braucht, ne? Dann muss man ja schon irgendwann mal drüber nachdenken, ob man irgendwas nicht vielleicht automatisiert bekommt. Das Problem ist, so wie diese Leiterplatte 1 hier automatisiert ist, ist momentan unser einziger Weg, die zu automatisieren, ne? Wir müssen an diese tolle Raumschiffteil daran, ne? Ich hoffe, dass die in den Zweier drin sind, die Leiterplatten, weil sonst wird das sehr, sehr witzig. Okay, wir können es vergessen. Wenn ein Bauteil schon kompliziert im Namen hat, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das gebaut wird. 60 Eisenplatten, 2 Greifarme, 2 destruktive Destillationsapparate, 20 gedruckte Schaltkreissubstrate und 100 kleine Teile. Falls du die Chip-Shooter-Maschinen meinst. Nee,
Ich meine, die Montage Maschine 2, da ist ein kompliziertes Kleinteil und Duralumin, was auch immer Duralumin ist. Duraluminium. Ja, aber du kannst, du baust dann die Leiterplatten, baust du in dem Chipshooter. Okay. Schön zu wissen. Mhm. Ja. Und nur da drin. Ist ja gut. Also, es gibt ja Maschinen sowieso, die immer besonders sind. Ja, aber wieso schießt man denn? Ja, Lasermäßig halt, meinen die vermutlich damit. So. Wobei du generell nichts shootest eigentlich. Außer die bauen ganz andere Schaltkreise als die, die ich kenne. Aber das glaube ich jetzt persönlich gesehen nicht so. 35% haben wir schon. Wow. Es wird interessant. Ihre Bestellung wurde geliefert. Ja, das hört sich gut an. Habe ich noch so ein Ding? Habe ich noch. Okay. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, man gewöhnt sich doch relativ schnell an No-Handcrafting. Jetzt sag mir mal bitte, was du gecraftet hast. Du meinst, man gewöhnt sich sehr schnell daran, Felix Sachen für einen selbst zu craften zu lassen, oder wie? Nö, ich habe meine Handmaschine hier. Und die macht das für mich. Welche Maschine craftet denn für dich? Eine Montagemaschine. Ja, aber welche? Die in meinem Inventar. Achso, okay. Strom sollte jetzt erstmal wieder ausreichen. Sieht gut aus. Ach, deshalb habe ich inzwischen so wenig Ressourcen, immer wenn ich überall hinlaufe und mir Ressourcen holen will, okay. Wieso? Weil du jetzt anfängst auch mit zu sammeln wieder. Das ist das erste Mal seit bestimmt 4 oder 5 Folgen, dass ich jetzt hier oben bin. Ja, schlimm genug. Schämst du dich gar nicht? Nee, eigentlich nicht so wirklich. Na, verdammt. Nicht mal schlechtes Gewissen bekommt man dem eingeredet, ey. Nö. Nö.
Ja, ich brauche definitiv Kristallminen jetzt. Sonst geht uns die ganze Hütte hier leer. So. Mal meine Taschenmaschine hier rauspacken. Okay, jetzt weiß ich, warum da zwei Kisten stehen. So potenziell wegen Holz auch, aber ja. Ja, wo Holz ist ja noch drin. Ja, noch, weil auch nur eins verbraucht wird da pro Durchgang. Holz, das dauert noch eine ganze Weile. Wie kriegen wir denn das? Kriegen wir das hier irgendwie noch schneller hin? Ja, nee, eigentlich nur mit mehr Kristallminen. Und ja, mehr davon. Problem an der ganzen Geschichte ist, diese Kristallminen, die sind so riesig, dass du da oben halt kaum was drauf kriegst. Richtig. Es wird noch sehr witzig werden. Das viel größere Problem ist, dass uns so ziemlich langsam der Kupfervorrat oder beziehungsweise Kupfer generell ausgeht. Aber dann Erz für die Ratzen. Dann baue ich noch was auf. Schade, die Kristallmilch kann man nicht auf Kupfer setzen. Oh. Jetzt habe ich keine Dings mehr. Ne, das reicht jetzt. Jetzt muss in die Nein. Tasche, jetzt muss in die Tasche gegriffen werden, jetzt muss hier investiert werden. Okay. Ignoriere, was das Rezept dazu drin ist. Du hast nichts gesehen. Okay. Dann Ey, müssen was ein wir. Zufall! Ich kann das Kupferfeld mal von hier hinten sehen. Das ist ja schön, dass du das Kupferfeld sehen kannst. Wie hast du das gemacht? Nennt sich sowas namens Radar. Alter, wie hast du das gemacht? Cheated. Muss aber nicht jeder wissen. Okay. Ich darf noch nicht mal noch Handcraft, der unterschiedet hier rum. Schlimm, ne? Ja gut, das.
Strom geht sogar. Strom geht sogar. Guten Abend, Tefti. Oh, mein Radar. Deine Anlagen verbrauchen nicht genug Methan. Ja, weil zu wenig Dings rankommt hier. Quarzohr. Das sollt ihr jetzt mit den neuen Minern da oben hoffentlich besser werden. Weil die einzige Anlage, die unten, die das hier verbraucht, die kriegt halt nichts ab. Das ist das Problem. Sich das auch ausgedacht, dieses System, ey. Da muss ja nicht mitdenken. Könnte man behaupten. Warte mal, der braucht jetzt hier unten. Wie viel brauchen der? Achso, da brauchen wir 6 Quarz. Oh. Wie sieht's bei dir mit Kohle oder Kohlezeug aus, so die Richtung? Was meinst du? Naja, Öfen befeuern so Sachen. Hast du sowas? Habe ich, ja. Du siehst ja, wie viele Öfen blinken. Ja, viel ist es aber nicht, ne? Das. Okay, also mit den Dingern staut es sich jetzt zumindest wieder. Ist ja sowieso jetzt bald dann der Plan, mehr oder weniger bei Eisen und bei Kupfer mit einem Fließband und so runter zu gehen und dann halt eine Schmelze aufzubauen. Ja, ich denke mal, das macht jetzt auch so langsam Sinn. Vor allem macht das dann den Vorteil, wir kriegen nochmal, was weiß ich, 10 Erzförderer oder so mehr bei Kupfer rauf und auch so 10, 20 bei Eisen. Dann kommt mehr raus und dann ist es auch besser, das Verhältnis von Öfen zu Richtig, es ist effektiv dann. richtig. Hast du noch 2, 4, 6, 18, 12 Kisten? Nö, aber ich kann bestimmt 200 Kisten craften oder so. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil du nicht craften kannst, sondern du kannst es fertigen in einer Montagemaschine. Viel Spaß, sind 13 geworden. Toll. Musst du einen im Inventar jetzt behalten, immer, ne? Grauenhaft. Nö, stehe ich mitten hier in die Pampa. Oh, toll! Dann packst du doch wenigstens in deine Kiste rein. Dann haben wir eine Kiste in der Kiste und die hoffentlich auch noch öffnen können. Ja, das ist aber quantentechnisch nicht ganz optimal aufgreift, weil Kisten, Kisten, Kisten in Kisten geht nicht. Nicht? Außer Factorissimo installiert. Dann geht das. Schade. Wir haben jetzt 100 Greifer, aber 500 Fließbänder hier oben immer, ne? Ja, okay. Wow, Felix, wäre ich nur so ein guter Spieler wie du, der alles immer vorrätig hat. Wow, da komischerweise ist da nie was drin, weil ich da schon mit mehr oder weniger Die relativ sind viel beide gefüllt voll bis zum habe. Rand. Ja, mein Inventar ist aber mittlerweile auch voll. Mehr kann ich nicht nehmen. Das ist aber tragisch, ne? Ja, definitiv. Okay.
Funktioniert nicht. Felix, hier funktioniert was nicht. Was funktioniert denn nicht? Hier ist kaputt gegangen. Was ist denn da kaputt gegangen? Ich habe keine Rohre mehr. Oh. Es funktioniert noch was nicht. Wir haben keine Kohle mehr. Brauchen mehr als Verdacht. Wir bräuchten wohl eher ein separates Band, was für Strom ist, aber naja. Ja, dafür bräuchten wir Erzfütterer. Oder vielleicht mal Leute, die da auf sowas vorbereitet wären und vielleicht mal ein paar mehr Fließbänder im Inventar hätten. Wäre auch nicht schlecht. Aber dann müssen wir allgemein umbauen da drüben. Wie viel Fließbänder soll ich mitnehmen? So viel, wie du meinst, wie du brauchst, um zu überbrücken den Weg von dem letzten Greifarm von dir zum Fließband, so ungefähr. Oh, viel mehr Rohre. Ich habe 14 Untergrund und 7 normale. Könnte fast reichen, ja. Ich habe ein Problem festgestellt. Welches? Ja, wobei, wir können die auch einfach da anschließen, stimmt aber was. Ich dachte, es wäre ein Problem, dass wir keinen Platz haben zwischen dem Fließband von dem tollen Kristallen und was weiß ich. Aber wir können das ja auch einfach da anschließen. Das sollte ja eigentlich passen. Ja, da müsste es auf alle Fälle gehen. Und hier auch. Ja, hau, du wirst es kaum glauben, wir sind am Folgenende angekommen. Das kann nicht sein. Du solltest dir vielleicht mal ein bisschen besser stellen. Oder mein Aufnahmeprogramm heil machen, ne? Ja. Aber das geht überhaupt gar nicht. Stimmt, ne? Okay. Meinst du nicht, dass es ein bisschen Overkill, was du da an ein Ding ransetzt? Nö, ich denke mal nicht. An vier Greif, aber mal eben so 200 Erzförderer gefühlt. Na, das Problem ist, normalerweise müssten wir das so bauen, ja. Normalerweise sind deine disruptiven Destillationsapparate einfach viel zu nah an dem Ding dran. Ja, wir müssen hier nur mal ein bisschen mehr abbauen. Damit die Erzförderer unten weg können, damit das dann passt. Richtig, genau. Es war auch nicht geplant, dass hier auf einmal so viele stehen. Eigentlich waren hier zwei Reihen geplant und nicht jetzt auf einmal mittlerweile sechs Reihen oder so. Ach so. Das ist natürlich tragisch, ne? Ja, aber guck mal. Es sind immerhin, dass die Anlage hier schon fast 1600 pro Minute an Kohle wegfrisst. Mhm. Gut, dass da immer noch 81 Millionen drin sind, ne? Ja, gut, dass das so gut ist und so. Also das ist natürlich mega gut. Also ansonsten wüsste ich auch gar nicht mehr hier wie und wo und so, ne? Das viel Witzigere ist, dass wir jetzt schon wieder keinen Strom mehr haben fast, ne? Warum nicht? Weil deine tollen Anlagen da 310 kW pro Teil fressen. Und das ist
drei Anlagen von denen sind einfach so viel wie eine Dampfturbine. Wir haben ein anderes Problem. Wir verbrauchen, wir haben zu viel Tar. Kann gar nicht sein. Wir haben eher keinen Platz mehr. Das ist das viel größere Problem. Oh, hallo. Ich hasse nur Handcraft, typisch. Kein einziges Rohr im Inventar, ey. Ich sollte anfangen, meine Montagemaschine vielleicht auch mit mir rumzuführen. Wie gut, dass ich mich immer an deinem Inventar bediene, dass ich immer ausreichend Zeug da habe, ja. Ja, schlimm, ne? Dass dieser Felix Garmin gar nichts hat und du alles, ne? Ja. Also die Lagerverhältnisse ändern sich. Das Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass unser Wasser halt ausreicht bei der Pumpe. Ach. Die geht beim Peak geht die schon auf 1000 hoch, ne? Na gut, was haut die raus normalerweise? 1200 schafft die maximal. Oh, passt doch. Und dabei läuft der Sedimentteil läuft nicht. Gucken wir doch mal. Wir haben kein Holz mehr. Ja, ich weiß. Was lernen wir aus New Handcraft? Führe immer einen Strommast und eine Montagemaschine mit dir rum, oder wie war das? Ja, ein Solarpanel und eine Montagemaschine und einen Strommast. Und ganz, ganz wichtig, immer ein Erdstachelbecken. Warum? Einfach, weil ich es kann. Okay. Vielleicht möchtest du irgendwann mal im Erdstachelbecken baden, weil irgendwas ist und keine Ahnung. Dann gehst du einfach hin und sagst, ha, Mensch, Felix, guck mal an hier. Oh, warte mal, das ist eine geile Idee. Okay. Ich meine, wenn hier eine Pumpe nicht hinterherkommt, dann hat man hier immerhin ein, ich mach mal hier so ein bisschen, hab so ein bisschen Wasser hier drin. Und wenn zu viel Wasser da ist, dann kann er sich vollfüllen. Und wenn zu wenig Wasser da ist, was willst du denn? Das ist kein Radar. Ja, stimmt. Muss man hinfahren, ein Radar. Das wird langsam eng da, würde ich behaupten. Aber wir sind wenigstens auch schon bei 55% Forschung. Aber wir sind trotzdem schon beim Folgenende. Achso, ja gut. Alles klar, dann hau's rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.